Herzlich willkommen zur Ubuntu Crowdfunding oder auf Deutsch gesprochen crowdfunding.tv. Wir begrüßen euch und Sie an den Bildschirmen zu Hause und nun geht es mit einem neuen Gast hier bei uns in der Sendung weiter. Das ist Annike Terfehn. Hallo. Hallo, schön, dass du hier bist. Dankeschön. Ich freue mich ganz besonders, weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und ich bin, weil du auch Moderatorin bist, auch demnächst auch in deiner Sendung ja genau, zu Gast. Genau, wir dealen. Ja, das ist klasse. Das, so müssen wir es auch machen. Nein, aber ich habe mich gefreut, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön. Sehr schön. Als Anfang geben wir immer mal den Namen, aber ich habe es hier schon reingeschrieben, da steht es schon, auf der Software, ja. Den Namen deiner Sendung, die heißt ja Buddha bei die Fische. Ja, ganz genau. Das haben wir jetzt hier in die Software eingegeben. Also für die Zuschauer, die es das erste Mal sehen, ich bin auch Entwickler einer Selbstheilungssoftware. Das ist die Wortkraftschwingungssoftware. Viel will ich da jetzt auch nicht zu sagen, weil das ist deine Sendezeit. Ja? Aber wir gucken mal eben, was da so steht. Also Buddha bei die Fische, so wie deine Sendung heißt, hat 138 Hertz. Okay. Genauso wie folgende Worte. Ätherische Öle, Ark of Truth, also die Bundeslade heißt das eigentlich, bin ich erfreut, Blume des Lebens. Dieter Bröers, weiß nicht, ob du den kennst. Ja, Dieter Bröers, du siehst mich elfdimensional. Du siehst mich elfdimensional, das ist viel. Glücklich sein, Gustav Le Bon. Hintergrund, ich bin Lösung. Ich bin mein Ziel. Ich bin wirklich. Ich werde gesehen. Wirst du ja auch. Kaspar Hauser steht da noch, auch interessant. Leben ist Licht, longitudinal. Mein Erlöser, dann ein paar Eigennamen von Freunden und Professoren, die ich kenne. Sonnenaufgang, oh. Weißer Adler, Wirklichkeit, Yahweh Shalom und Zen-Lösung. Wow. Habe ich auch gedacht. Das schwingt alles in Buddha bei die ja, Fische. Ja, das ist alles Buddha bei die Fische, direkt auf den Punkt. Ja, sehr cool. Übrigens finde ich das ganz großartig, dass du auch so ein energetischer Mensch bist wie ich, ne, die jetzt muss ein bisschen aufpassen mit dem Mikro, weil ich war ja einmal bei dir in der Sendung live, du hast ja auch immer Publikum mit in der Sendung, das finde ich übrigens noch viel großartiger und die werden auch richtig angeheizt. Vielleicht magst du einfach selbst mal erzählen, du bist Moderatorin und hast so einiges auf Lager. Ja? Ja, du hast genau. schon viele Sendungen gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Magst du kurz ein paar Sätze über dich und deine Sendung erzählen? Ja, klar. Buddha bei die Fische ist entstanden, weil mein Rucksack so voll war mit Erfahrung. Ich habe beim Radio gearbeitet, ich habe ein Web-TV-Format Nachrichten für eine Zeitung konzipiert und präsentiert. Ich habe einen Fernsehsender mit aufgebaut, ich habe ein Nordbüro für einen anderen Fernsehsender mit aufgebaut. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt ist das irgendwie so voll mit diesen ganzen Erfahrungen. Mach doch mal was Eigenes. Und eine Freundin von mir hat mir sozusagen den berühmten Tritt in den Hintern gegeben und hat gesagt, ja, das finde ich eine gute Idee. Mach doch mal deine ganzen Talente, deine Fähigkeiten, deine Erfahrungen und mach was draus. Ja. Und daraus ist Buddha bei die Fische entstanden. Wow. Wie lange geht das jetzt schon? Wir sind im zweiten Jahr. Ja. Wir haben im Januar 2016 angefangen und sind jetzt, ja, April 2017, Mai, also die fünfte Sendung in diesem Jahr wird jetzt im Mai aufgezeichnet. Wow. Und wenn ich richtig das zusammenkriege, ihr seid 8 Leute im Team oder mit dir 9 oder wie? Ja, oder genau. Ungefähr 9. Genau. Und das ist alles sozusagen Goodwill, Win-Win-Situation, aber so richtig Win ist eigentlich noch gar nicht, sondern deswegen sitzt ihr ja auch hier, um das ein bisschen bekannter zu machen und auch sozusagen um Unterstützung zu bitten. Ja? Genau, genau. Ich freue mich über jeden Unterstützer und ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich beschenkt, weil ich habe schon so viele tolle Menschen getroffen und so viele, die daran glauben, was die Sendung zu transportieren hat. Und zwar, ich kämpfe so ein bisschen für Menschlichkeit, Wertschätzung, Authentizität und Ehrlichkeit, weil ich glaube, das ist das, was uns eigentlich ja alle verbindet, wenn wir ehrlich sind miteinander, wenn wir mitmenschlich sind, das gibt allen was. Und ich möchte mit der Sendung auch neue Vorbilder zeigen. Es gibt alle diese tollen Sendungen irgendwie, ich nenne das immer ein bisschen böse Trash-TV, wo irgendwelche Leute mit 5 € in irgendein Land, wo sie die Sprache nicht kennen, auswandern oder sich neue Klamotten kaufen oder dies oder das.
Und ich möchte einfach Menschen zeigen, die was zu sagen haben, die wirklich was erlebt haben, die vielleicht wirklich durch einen Scheuersack gerobbt sind, aber da rausgekommen sind und somit durch ihre Geschichte andere Menschen inspirieren können, neue Gedanken geben können. Ja, und wenn es nur einfach ist, dass jemand vielleicht einfach schmunzelt, weil wir einen blöden Gag in der Sendung machen, das darf auch passieren. Und ich habe tolle Leute, wirklich 8 Profis, die einmal im Monat mit mir die Sendung aufzeichnen und die das als Unterstützung machen, weil sie daran glauben. Weil sie daran glauben und es macht auch einfach immer hammer viel Spaß. Wir haben immer eine gute Zeit. Das Publikum freut sich immer. Mein Warm-Upper gibt immer Gas am Anfang und dann machen die Techniker ihren Job und ich mache meinen Job. Der Gast macht sozusagen seinen Job. Und meine beiden Assistentinnen sind auch toll, weil die immer so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und sich um jeden kümmern, der als Publikum da ist. Und das ist einfach, ja, das ist schon ein Stück bessere Welt in diesem kleinen Kosmos, habe ich immer das Gefühl. Und das musst ja eine unglaubliche Power haben, um überhaupt, die Leute sind ja nicht als Team standen irgendwo da, haben gewartet und dann hast du die gepflückt, sondern das hat sich ja ergeben irgendwie. Ja? Ja. Magst du das kurz erzählen, wie das überhaupt zusammen sich gestellt hat? Ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht so genau. Das ist alles so passiert. Einfach so, ja, ich hab einfach drum gebeten. Ich habe Leute gefragt und habe gesagt, hey, ich habe das vor, ich habe dieses Projekt, ich habe das Konzept zu der Sendung geschrieben, damit es zu mir passt. Ich mag auch manchmal gerne ein bisschen frech sein und so ist die Sendung dann auch mal. Und ich habe die Leute einfach gefragt und die haben ja gesagt. Das ist irgendwie, ich fühle mich beschenkt. Dadurch schon alleine. Und manchmal weiß ich auch gar nicht, wie machst du das einfach? Aber irgendwie sind die jeden Monat sind die einfach alle einmal da. Treue Seelen offensichtlich. Ja, genau. Echt. Also die stehen auf das, was ihr da zusammen macht. Mhm. Die machen das ehrenamtlich bislang. Ja. Und das möchtest du auch gerne ändern. Ja. Also ja. Das wäre eigentlich am coolsten. Ja, das Du wirst aber ausgestrahlt in mehreren Regionalfernsehen. Das ist richtiges Regionalfernsehen, genau. In Bremen. Ja. Genau. Also wir kommen ja beide aus Bremen. Das ist ja ganz interessant, dass wir aus der Schweiz jetzt hier senden. Ja, finde ich toll. Ich war noch nie in der Schweiz. Das ist total gut hier. Klasse, ja. Und in wie vielen Sendern wird das dann verbreitet im Regionalfernsehen? Im Moment habe ich 13 Lokalsender, die das verbreiten. Das geht von Flensburg, Kiel über Bremen, Bremerhaven, Nordenham runter nach Hannover, dann rüber zu Sachsen-Anhalt, Rostock, Schwerin und Berlin. Das ist so praktisch so ein bisschen Norddeutschland und ich möchte das natürlich gerne weiter ausbreiten nach Süddeutschland und gerne Österreich und Schweiz, sodass jeder sozusagen in den Genuss kommt, diese Sendung zu sehen, weil ich finde, sie ist ziemlich gut gelaufen. Ja, also ich war einmal als Gast, also nicht als Talkgast, sondern einfach unter den anderen, so 30, 40 Gäste sind da immer im Publikum, ne? Die werden angeheizt und dann rufen die immer diesen tollen norddeutschen Spruch, da weiß auch jeder Nicht-Norddeutsche eigentlich sofort, was gemeint ist. Butter bei die Fische. Ja, ne? Das rufen die, schauten die richtig raus. Ne? Ja, und das ist auch eine Sache, die habe ich mir halt ausgedacht und ich liebe sie einfach, weil es ist so lustig. Also ich muss schon immer lachen, wenn ich dann auf meinen praktisch Moderatorenstuhl gehe. Das ist sozusagen eine Live-Sendung an einer Theke, wo ich dem Gast, so wie wir eigentlich gegenüber sitzen, aber eben an einer Theke. Ja. Und das Publikum sitzt dann da und wenn ich komme, nicke ich dem Publikum einmal zu und in die Kamera, moin, so nach dem Motto, wie wir da oben sagen, setz mich auf mein Stühlchen und in dem Moment ruft das ganze Publikum Butter bei die Fische und den Vornamen des Gastes. Super, ja. Und das bringt so einen Spaß, weil ich weiß nicht, wer wurde schon mal so begrüßt. Das ist einfach echt eine richtige Kraft, positiv, alle sind wach, alle sind wichtig, weil das Publikum hat eine echte Aufgabe. Das macht mir riesen Spaß. Ich muss immer lachen, wenn ich dann auf meinem Stuhl sitze. Ich fand's auch genial. Also man hat auch gleich gemerkt, das Publikum war nicht nur Zuschauer, sondern war beteiligt. Mhm. Und wenn es den Namen von dem Gast ruft, ist der natürlich gleich, hat eine Laudatio von so vielen Leuten gleichzeitig. Fantastisch. Also ich find's großartig. Du hast gesagt, du willst eigentlich sowas wie neue Vorbilder zeigen. Mhm. Neue Vorbilder in dem Sinne natürlich, dass das die echten Vorbilder wahrscheinlich aus dem Alltagsleben sind, ne? Und nicht nur Superstars. Du hast zwar, magst du kurz erzählen, was hast du für Gäste schon da gehabt? Ja, also was mich sehr beeindruckt hat zum Beispiel, war ein Kleinwüchsiger, der ist 1,30 groß, Money heißt er. Und wenn man sich mal umguckt, das bemerken wir ja gar nicht so gut. Ich bin jetzt auch eher ein laufender Meter als ein großer Mensch. Aber
Aber so klein eben dann doch nicht. Und unsere ganze Welt ist auf 1,80 Meter große Menschen ausgelegt, die Regale in Supermärkten zum Beispiel. Und Manni, ey, der geht mit einer Portion Selbstbewusstsein durchs Leben. Das fasst man gar nicht. Und da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden. Denn wenn wir mal einen schlechten Tag haben, denken, oh, ich bin klein, dumm, doof und hässlich. Entschuldigung, wir haben eigentlich gar nichts. So. Und dieser Mensch muss sich vielleicht durch Anfeindungen durchwursteln, muss sich durchkämpfen, muss sich einen Platz in der Gesellschaft wirklich erkämpfen. Wobei Manni erzählte, dass er relativ viel Glück gehabt hat, weil er eben tolle Freunde hatte, die ihn immer mitgenommen haben. Da immer eine Clique und er war immer lustig und er ist ein total fröhliches Kerlchen. So, ne? Irgendwie, das macht Spaß mit ihm. Und das hat mich beeindruckt. Dann habe ich eine Frau da gehabt, die in Tansania in den Mädchenhäusern Selbstverteidigung beibringt. Denn in Tansania ist tatsächlich noch Genitalbeschneidung, Verstümmelung, genau. Das ist per Gesetz tatsächlich verboten dort, aber die Tradition, das ist wie der Glaube manchmal, sehr stark verankert noch. Und dass die da hingeht und dass die Mädchen wirklich mit ganz viel Energie da diese Sachen lernen und auch wieder in ihren Körper kommen und so, das fand ich auch wirklich toll. Und dann hatte ich auch schon tolle Experten da, zum Beispiel Bodo Delitz, den kennen vielleicht einige unter Ella Kensington, der hat die ganzen Bücher, Ella Kensington Bücher geschrieben. Und der hat über Realitätsgestaltung und seine neue Methode gesprochen, wie man wirklich das Leben glücklicher machen kann. Oder ich hatte eine Profilerin da, die erzählt, wie man sich vor Betrügern, Psychopathen und Pfeifen als Chefs oder Kollegen behaupten kann, schützen kann, wehren kann. Ja, oder genau. Einfach weg, geht nichts mehr, da muss man einfach vielleicht mal weggehen. Ja. Das sind also wirklich tolle Menschen, wo ich immer sage, die was zu sagen haben. Wirklich. Ja. Und nicht nur so bla 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 und schicki schicki. Mann, ich mag auch Glitzer Flitzer und ich mag auch irgendwie schicke Klamotten und so. Kein Problem. Aber das ist es eben nicht nur. Es gibt so viele Menschen, die viel erlebt haben und wirklich eine Geschichte zu erzählen hat, von der man sich inspirieren lassen kann und auch ja, was mitnimmt und sagt, boah, wow, toll gemacht. Das macht dir auch Mut. Ich meine, gerade wenn du jetzt von dem Kleinwüchsigen erzählt das oder in Tansania, das sind ja alles richtig, das sind ja Helden des Alltags eigentlich. Ja, genau. Und so und tatsächlich ihres eigenen Alltags in Tansania, das ist natürlich heftig, wenn es da immer noch Beschneidung gibt, obwohl es verboten ist, ja, weil die Tradition sich durchsetzt und dann so eine Heldin, die dann sich einsetzt für diese Mädchen und Frauen. Genau. Ne? Das sind wirklich echte Helden. Ich habe gerade noch mal gemerkt, wir haben die Farbe gar nicht abgespielt, die Farbe von deinem Butter bei die Fische, ja, weil das nämlich ganz passend ist, glaube ich. Meine Namensfarbe ist ja 136, das ist dieses Türkisgrün hier, auch mit dem Turnschuh. Mhm. Ich bin also ganz körpergekleidet und Butter bei die Fische ist nämlich 138, ja, und das sieht folgendermaßen aus und hat folgenden Ton. Das ist das hier, ich spiele es mal eben so für 8 Sekunden ab, die Zuschauer hören das jetzt. Ja, das ist genau das, was ich so ein bisschen blauer als ich anhab. Und die Komplementärfarbe davon ist nämlich, man höre und staune, also die... Oh, unsere Sessel! Unsere Sessel. Also ich sitze hier genau in deinen beiden Butter-bei-die-Fische-Farben. Und das passt ja perfekt. Ja, okay. Ich nicht. Du nicht? Aber doch, du sitzt ja auch in dem Sessel deiner Komplementärfarbe. Ich bin Schmodderfisch. So eine Maischolle oder so, die unten so rumschmoddert. Super. Was mich vor allen Dingen interessieren würde, wäre, du hast ja noch ein bisschen was vor. Mhm. Das heißt, du hast gemerkt, du hast Unglaubliches umgesetzt, was sich die meisten von uns wahrscheinlich nie vorstellen können, wie man aus dem Nichts sowas aus dem Boden stampfen kann. Also aus dem Boden stampfen ist ja sowas wie nichts. Ja? Mhm. Und da geht einem ja manchmal auch ein bisschen vielleicht die Luft aus, oder? Es gibt doch auch Zeiten, wo du nicht so fröhlich bist und denkst, das ist alles super, sondern da gibt es doch bestimmt auch Zeiten, wo du denkst, ja, geht's noch weiter oder wollen die vielleicht auch irgendwann, müssen deine Mitarbeiter ja auch mal irgendwie selber vielleicht dafür auch eine Entlohnung kriegen oder einen Energieausgleich. Ja, da willst du hin. Crowdfunding, genau. Ja, also ich,
ich weiß nicht, Geld ist ja auch eigentlich nur eine Wertschätzung. Mhm. Ich bin Mitglied dieser Crew. Ich bin nicht über denen oder irgendwie so, sondern ich bin mit denen. Und ich versuche denen so viel Wertschätzung zu geben, wie ich kann. Ich mache zum Beispiel im Sommer ein Sommerfest. Mhm. Und wir waren das letzte Mal im Wolfscenter. Das war fantastisch. Ich habe angefangen, den Leuten mal zu erzählen, was ich an ihnen schätze. Mhm. Und dann fingen mittendrin die Wölfe an zu heulen. Wow. Das war Gänsehaut pur. Das wird keiner von uns vergessen. Mhm. Das war Wahnsinn. Und ich versuche dann mal zu Weihnachten ein kleines Geschenkchen und so. Ich meine, ich bin jetzt erst anderthalb Jahre dabei ungefähr. Aber so versuche ich immer zu wertschätzen. Aber natürlich, die größte Wertschätzung ist, wenn ich diese Leute bezahlen könnte. Sie schenken mir ihre Fähigkeiten und ihre Zeit. Und ich weiß, ihnen macht das allen Spaß und sie machen das super, super gerne. Und trotzdem wäre es schön, wenn ich halt, wenn ich das einfach bezahlen könnte. Ja, könnte ja, und dürfte. Ja, und damit die Zuschauer auch wissen, wovon überhaupt die Rede ist, hast du ja einen kleinen Film mitgebracht. Ja. Ich denke, das passt gut, wenn wir den jetzt mal eben einspielen. Gerne. Der geht so ein, zwei Minuten. Mhm. Ne? Und dann sieht man auch mal, was für eine Qualität eigentlich, wenn du sprichst, du hast ein Team, die echt Profis sind. Das kann man jetzt nämlich direkt sehen. Das mache ich jetzt mal von deinem Stick aus an. Stick haben wir hier. Und da starte ich einfach mal. Ja. Geht doch, oder? Wahnsinn. So werden Sie immer begrüßt, oder? Oh, das wäre schön. Also was macht so eine Pfeife aus? Oder so ein Psychopathen? Oder ein Blender? Oder ein Betrüger? Es gibt ja so viele irgendwie. Wo fange ich an? Also, in IT gesprochen würde man sagen, ein Psychopath ist ein Fehler in der Matrix. Also der ist falsch verdrahtet von Geburt an. Aber das hat nichts mit Alkohol in der Schwangerschaft zu tun oder mit irgendwas. Das ist so eine Art Herstellerschaden. Mhm. Also zwischen Emotion und Kognition hier oben, zwischen den Ohren, ist der Draht gelegt, ist aber per Werkseinstellung auf. Konntest du das benennen oder wann kam das, war da so ein Impuls, dass du das, das ist es? Ja. Oder wie kommt man dann da drauf? War im Prinzip lange Zeit, wo ich mir nicht eingestehen wollte, dass es mehr als Crossdressing ist und mal weibliche Unterwäsche anziehen und sowas. So die innere Stimme war die ganze Zeit dann von Anfang an da, das ist Transsexualität, aber das macht einem halt auch Angst. Oder mir hat es Angst gemacht. Warum funktioniert das nicht, das Wünschen? Bei den Parkplätzen funktioniert es relativ gut. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich reich, berühmt und glücklich zu sein, da reicht es eben einfach nicht aus. Also diese Methoden, mit denen man seine Realität gestalten will, über Wünsche, die funktionieren dadurch, dass man seinen Fokus auf das Erwünschte lenkt, was ja grundsätzlich schon mal gut ist, besser an das zu denken, was man will, als an das, was man nicht will. Nur reicht es alleine oft nicht aus. Also oft ist es auch erforderlich, wenn man sich etwas wünscht, sich mit dem zu beschäftigen, was einem daran hindert, also was einem blockiert. Nicht jeder, der sagt, ich wünsche mir jetzt den Reichtum, ist auch tatsächlich bereit, etwas dafür zu tun oder auch genug dafür zu tun oder bringt die ausreichenden Fähigkeiten dazu mit oder die Talente, die man dazu bräuchte. Und wenn jemand dazu nicht bereit ist und er stellt sich einfach nur vor einen Spiegel oder auf den Balkon und wünscht sich den Reichtum, dann hat das halt wenig Sinn. Genau, da hast du es schon mal eingeblendet. Genau, die Unterstützeradresse fürs PayPal-Konto. Ja. Ja. Wir lassen es unten ja auch manchmal im roten Laufband unten durchlaufen. Das ist wunderbar. Dann können die Leute nämlich gleich direkt dich unterstützen, dich und euer Team. Genau. Ich glaube, das ist wirklich notwendig. Denn ich habe das jetzt und die Zuschauer auch gesehen, das ist wirklich professionell. Ja? Das ist nicht nur einfach so mal ein paar Kameras aufgestellt, sondern da ist mit Licht gearbeitet worden. Das ist mir ganz besonders aufgefallen, wie gut die Ausleuchtung war. Der Sound ist wahrscheinlich eh perfekt. Ja? Ich glaube, bei der Sendung hattest du einen Ausfall vom Soundmann, der dann ersetzt wurde und trotzdem ist es sehr gut geworden. Ja. Perfekt. Also wirkliche Profis, die das unglaublicherweise seit anderthalb Jahren schon 16 Sendungen lang. Wir haben noch zwei in petto, also wir haben sogar schon 18 aufgezeichnet. Ach, wow. Weil manchmal machen wir Doppelsendungen für den Fall,
hier in dem Beispiel war jetzt zum Beispiel Bodo Delitz, der kommt aus München. Da ist das haben wir im Januar aufgezeichnet, da kann Marie die Doll Schnee sein. Und dann fliegt kein Flieger. Und dann muss ich natürlich die Sender bedienen, die jetzt den permanenten Platz dafür freigehalten in ihrem Programm. Mhm. Und dann muss ich eine Sendung liefern. Und von daher habe ich so ein bisschen Rücklage gebildet, sozusagen. Also es ist wirklich so, und dieser Tonmann, der hat für mich irgendwie doof, aber auch wieder, das zeigt, wie doll er dabei ist, hat wirklich eine Stunde vorher abgesagt und hat gesagt, ich bin krank. Ich habe gewartet bis jetzt, weil ich dachte, ich kriege das noch hin. Ging dann aber nicht, der hatte Fieber. Ne? Und er hat gesagt, er kriegt das irgendwie hin und hat dann gesagt, es geht nicht. Was völlig in Ordnung ist. So, ich habe dann halt keinen richtig guten Ersatz. Aber es war alles trotzdem noch so, der Gast hat es, keiner hat es gemerkt. Daran sehe ich eben auch, wie sehr die Leute dabei sind. So, ne? Das ist wirklich... Also wirklich erstaunlich und hochachtenswert. Ja? Ja, und ich finde auch, wenn man sich gerade so umguckt, man verzweifelt ja fast an uns Menschen irgendwie. Ich habe das Gefühl... Wie war der Titel noch, der wird ja auch immer mal zwischendurch eingeblendet. Wie hast du das noch genannt? Mit Verarschungs-TV und irgendwie sowas? Wertschätzung statt... Wertschätzung und Menschlichkeit gegen Verarschungs-TV, ja, weil ich das Gefühl habe, klar, Mann, ich lese auch mal einen blöden Roman, so einen Kitschroman und ich gucke auch mal blöden Krempel im Fernsehen. Aber ich finde, wir dürfen nicht vergessen, wer wir sind. Wir sind alle wertvoll und wir haben alle eine Geschichte zu erzählen. Und die ist ehrlicher und da kann man mehr draus ziehen und mehr draus lernen, als irgendjemand, der mir zeigt, wie ich Klamotten zusammenstelle oder wie ich schön singen kann. Obwohl, da sind ja wirklich tolle Sänger bei, das darf man auch nicht vergessen. Stimmt, du hast auch Live-Musik dabei, ne? Das haben wir ganz vergessen bis jetzt. Das ist ja überhaupt ein Highlight. Ja, genau. Ich habe es ist so aufgebaut, eine halbe Stunde Talk, dann kommt ein Musikbeitrag, dann kommt ein kleines Spiel. Das mache ich sehr gerne, weil der Gast dann nochmal anders zu sehen ist. Mir geht es ja auch um Authentizität. Wenn er als Experte da ist, dann redet er in seinem Expertenwissen. Wenn er aber auf einmal Wörter erklären muss, die kein Mensch weiß, was die bedeuten, dann merkt man, hat die Person Witz, wie kreativ ist die und sieht die nochmal völlig unvorbereitet, nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel aus. Dann plaudern wir meistens noch ein bisschen über das Thema und kommt noch Musik und dann nach der Musik ist es dann vorbei. Also roundabout Dreiviertelstunde. Ja, genau, so eine Dreiviertelstunde, genau. Ja, und mir ist es halt wichtig, zu zeigen, es gibt auch anderes Fernsehen. Es gibt nicht nur Trash-TV und Verarschungs-TV, sondern es gibt wirklich Leute, die für was einstehen oder die die Welt besser machen wollen oder die einfach Erfahrungen mit sich bringen, wo man sagt, oh cool, wusste ich gar nicht. Oh, kann ich auch mal ausprobieren, vielleicht passt das für mich auch. Und das ist mir einfach wichtig, dass man so ein bisschen was dagegen setzt. Trotzdem kann man noch Shopping Queen gucken. Okay. Und man kann aber eben trotzdem auch sowas gucken und einfach, ja, das ist eine Art von Wertschätzung für mich. Ich finde das großartig, dass du das ins Regionalfernsehen, ins ganz normale Fernsehen sozusagen, in Anführungsstrichen normale Fernsehen bringst, weil ich selber gucke seit 2006 schon gar kein Fernsehen mehr. Mhm. Wir haben auch gar keinen Anschluss, wir können gar kein Fernsehen gucken. Man kriegt übers Internet natürlich viel mit, aber sowas ins Fernsehen zu bringen und dann auch noch gleich über mehrere Sender, einige sind das ja, die du was du alles aus Norddeutschland für einen aufgezählt hast, die ganzen Städte, das ist großartig. Ja. Da wird Fernsehen, könnte ich sogar auch wieder anfangen, Fernsehen zu gucken, wenn da mal was Sinnvolles gezeigt aber wird. Aber das Gute ist, Andreas, wenn man den Sender nicht empfangen kann, dann kann man im Internet gucken. Bei YouTube und bei Vimeo gibt es jeweils einen Kanal, Buddha bei die Fische. Vimeo meinst du? Vimeo, Entschuldigung, was ich auch mal gerade gesagt habe. Egal. Ja, Vimeo, genau, Vimeo und YouTube gibt es jeweils ein Channel. Bei Vimeo sind tatsächlich nur die Sendungen drin, wer sich dafür interessiert. Und bei YouTube sind auch noch so ein paar andere Sachen drin. Mhm. Und es gibt natürlich eine Webseite. Und die Webseite heißt auch genau wie die Sendung. Genau. Und zwar mit Bindestrichen www.buddha mit Doppel-D. Yeah. Also so wie Buddha, bloß nicht mit A, Buddha, ER. Ja genau, wie die Butter, nur mit DD. -bei-die-fische.tv, weil es ja eine TV-Sendung ist. Und wer außerdem auf DE drückt, kommt auch an. Ne? Nur bei der Unterstützung, da müsste es TV sein. Ja, genau. Würdest du einfach den Zuschauern jetzt mal, wir sind hier noch, einfach mal direkt deinen tiefsten Herzenswunsch, den du eigentlich mit der Sendung verbindest, wo du, sagen wir mal, nächstes Jahr oder in einem Jahr gerne sein möchtest,
einfach mal in deinen Worten direkt in die Augen der Zuschauer durch die Kamera hineinsprechen. Ja, sehr gerne. Das wäre schön. Ihr Lieben, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Buddha bei die Fische der Terfin-Talk unterstützt, weil ihr unterstützt nicht nur mich und meine Crew, sondern ihr leistet einen Beitrag zu Wertschätzung und Menschlichkeit. Und ich glaube, das wünschen wir uns eigentlich alle, dass wir gewertschätzt werden, dass wir geliebt werden, dass man gut mit uns umgeht, denn das ist das, was uns auch ausmacht. Und ja, und ich habe den Schritt gewagt, das in Form einer TV-Sendung umzusetzen. Und jeder Beitrag ist willkommen, einfach an unterstützung@buddhabeidiefische.tv. Den Beitrag, den ihr mögt, den ihr geben mögt, was es euch wert seid. Ihr könnt ja vorher mal stöbern, ob ihr das überhaupt mögt. Ne? Und ansonsten, ja, Crowdfunding rocks. Wunderbar. Also ich bin sehr dankbar, dass du in meiner Sendung bist. Nicht zuletzt auch, weil wir ja bemerken, wir haben die gleichen Interessen. Mein Urbautitel von dieser Sendung heißt ja auch Projekte für eine bessere Welt. Mhm. Und diese Projekte müssen unterstützt werden. Das braucht in dieser Welt einfach auch noch finanzielle Unterstützung, weil so ganz umsonst, jeder braucht was aus dem Kühlschrank, aber auch die Technik muss bezahlt werden. Ja. Das ist ein irrer Aufwand. Ich habe es ja live mitgekriegt, mit so vielen Leuten, mit Publikum. Allein, dass du das so, du hast auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Ja, du bist also nicht einfach nur so ganz so reingestürzt, sondern... Ich bin tatsächlich TV-Redakteurin und Moderatorin. Also Moderatorin kann man nicht lernen. Das ist dann eine freie Ausbildung, die man eben bezahlt. Aber TV-Volontariat habe ich gemacht, habe lange als Redakteurin im Radio, Fernsehen und beim Verlag gearbeitet. Wunderbar. Also vielen Dank, dass du in meiner Sendung bist warst. Also vielleicht nochmal irgendwann in diesem Format. Und ich bin ja am 8.6. glaube ich auch bei dir in der Sendung dann im norddeutschen Fernsehen. Ja? Genau. Das kann man dann kann man auch im Internet dann sehen. Kann man ja auch im Internet sehen, auf den Seiten, die du genannt hast. Und auf Facebook, wenn man das liked, dann kann man automatisch, kriegt man dann Erinnerungen und sieht ja, was dann da los ist. Oder man schreibt mir eine E-Mail und sagt, ich möchte einen Verteiler mit der E-Mail. Das geht auch. Genau. Und bitte das Crowdfunding-Konto von der lieben Anneke, was unten eingeblendet wird, immer wieder nutzen und bitte reichlich spenden. Ja? Oder spenden ist ein komischer Begriff. Wir sind keine Helfen, Opfer. Unterstützen. Wir sind keine Opfer. Wir sehen ja, wir haben ja gesehen, fantastische Sendung, professionelles Format. Klasse, geil, muss ich echt sagen. Ja? Also danke, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Und auch an euch, liebe Zuschauer, schaltet demnächst wieder ein. Wir sind ja immer am 2. und 4. Dienstag im Monat. Ubuntu Crowdfunding TV, Projekte für eine bessere Welt. Wiederschauen und bis bald. Tschüss.